Hallöchen zur nächsten Folge Sims 4. Ich war gerade ein kleines Päuschen machen und habe vergessen, was wir machen wollen. Okay, Moment. Also sie muss duschen, I guess. Er hat alles repariert. Okay, gut. Dann soll er den hier machen. Und programmieren üben. Ich glaube, das war das Letzte, was wir gemacht haben. Dass wir ihn vor den Rechner gesetzt haben und er sollte üben. So, jetzt Beeilung, Beeilung, Beeilung. Duschen. Sozial ist wieder sowas von. Huch. Was ist denn hier los? Gefühle. Zusammen kochen. Verbundenheit. Das ist eine. Okay. Gut, akzeptiere ich. So, wir müssen jetzt aber trotzdem uns hier hinstellen und ihm auf den Sack gehen, weil. Ist so. Du. Wo? Okay, ich glaube. Okay, alle Hühner waren drin. Es wäre also, denke ich mal, nichts passiert. Denke ich. So, wir fangen jetzt mal wieder an, mit ihm zu sprechen. Machen wir mal wieder den hier und. Über Interessen reden und noch irgendwas. Ich glaube, das passt. Warum ist er denn immer noch? Alright. Gut. Hä? Moment, warum? Ach so. Gut, ich glaube, es ist genug, um die Miete zu bezahlen. So. Schlafen. Und schlafen. Gleich. Ich will dieses Mini. Genau, das ist satisfying. So mag ich das. Ach so, hoppla. Er muss ja jetzt aufhören. Gut. Speichern. Immer, wenn ein Tag vorüber war, wird gespeichert. Wir gucken uns jetzt mal dann gleich das Haus an. Aber das muss ich gleich machen.
wenn die aufgewacht sind und wieder alles grün ist, weil dann hören die mit allem auf, was sie vorher wollten. So. Gut. Dann alles ernten und das und dann müssen wir wieder gießen. Nee. Rückenschmerzen. Wegen billigem Bett. Oh Gott. Ja, leider musst du mit dem Bett leben. Er hat halt einfach nur so gefühlt eine Luftmatratze. Okay. Gartenarbeit, Stall säubern, Eier sammeln. Wenn das weg ist, dann kann ich Futter in der Nähe verstreuen. Prima. So. Ihr wisst, was kommt. Nichts. Ich warte kurz, bis er fertig ist mit allem und in der Zeit. Kontakte knüpfen. Soll sie einfach chatten. Das dauert nämlich ein bisschen, bis der fertig ist. Und dann gucken wir uns das Haus an. Du hast Angst? Das ist gut. Das ist gut, wenn der Fuchs Angst hat. Glaube ich. Geht's rein, bitte. Du erschrickst doch. Wo ist der Fuchs? Ach, da. Okay. Alles prima. Alles prima. Hat er jetzt auch Milch? Er hat sechsmal Milch, schon wieder. Und vier Eier haben wir. Milch und Eier haben wir. Gut. Sie sitzt am PC und chattet. Alles gut. Wir speichern. Und dann gucken wir jetzt nach unserem Haus. Also nach unserem Bald-Haus. Das wird aber, glaube ich, sehr teuer sein. Welches war's? Ja, das hier. Oder? Nein, nicht spielen. Ich gehe mal hier auf das Menü. Ach so, ups. Ich wollte eigentlich gucken, wie viel es kostet. Mache ich gleich. Ich liebe es, wie es immer ruckelt. Das ist das Anwesen, was ich uns angelacht habe. Also, natürlich, ne, vielleicht ein bisschen renovieren und so.
Aber so im Großen und Ganzen. Wieso ist der Eingang hier? Okay. Sollte es nicht eigentlich. Egal. Ich stelle es nicht in Frage. Alles gut. Also hier haben wir so einen Riesengarten. Na, also bedenken, wir holen uns noch Katzen und Hunde. Hier ist so ein schöner Freisitz. I love it. Das hab nicht ich gebaut, ne? Also das stand schon hier. Das habt ihr alle, wenn ihr euch das Landhausleben Pack, die Erweiterung halt geholt habt. Dann haben wir hier einen Riesenbaum, den ich ziemlich unnötig finde. Ein Spielplatz, den müssen wir nicht haben. Hier ist das Chickenhäuschen und hier ist für die Kuh der Platz. Ich finde, das ist sehr gut, wenn man die trennt. Auch wenn ich den Hühnern vielleicht noch ein bisschen mehr Platz gelassen hätte. Hier können wir dann anbauen. Hier geht es dann auch nochmal hoch. Also wir haben hier einmal Esszimmer, Küche. Wohnzimmer ist riesig. Dann ist hier auch noch ein Gästezimmer. Gästezimmer, Quatsch. Eine Werkstatt. So gesehen, da kann man irgendwas mit den Kräutern machen. Ich weiß es nicht. Wir funktionieren es einfach als Werkstatt um. Wie gesagt, Wohnzimmer. Dann können wir hier auch zum Teil noch das Arbeitszimmer, also so einen Arbeitsbereich machen. Kleines Bad. Und dann oben haben wir natürlich die Schlafbereiche und die normalen Badezimmer. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Also, diesen Laptop. Den kriegt man nur, wenn man irgendwie in irgendeinem Berufszweig weiter ist. Gott sei Dank habe ich diesen Berufszweig genommen für Anduin. Weil diesen Laptop können wir uns dann holen. Ich finde den sehr schön. Ja. Ob man die Farbe von der Tastatur noch einstellen kann? Wahrscheinlich nicht. Ja, auf jeden Fall werden wir uns das Anwesen hier holen und dann nach unseren Wünschen entsprechend ausbauen und dekorieren und ja. Ich glaube, viel müssen wir nicht machen, aber das ist auf jeden Fall unser Ziel. Dieses Haus hier. Simoleons, Simoleons, ja? Wir haben 2.000. Wir schaffen das. Okay? Irgendwie kriegen wir das hin. Ich muss mich ständig wieder neu hinsetzen, weil mein Stuhl ist schon seit Ewigkeiten kaputt. Sorry dafür. Da rustikales Leben. Hier ist nur wilde Füchse. Das heißt, ich kann da noch mal auf den Kühlschrank zugreifen. Und ja, die Familie, die quartieren wir aus und setzen sie dann hier rein. Okay. Das ist, ja. Die haben da kein Problem mit. Ja, das ist alles im grünen Bereich. Das ist alles abgesprochen mit denen. Die wollten schon die ganze Zeit umziehen. Die warten jetzt eigentlich nur drauf, bis wir ihnen das Geld geben. So ist es. Diese Ladebildschirme sind herrlich. So. Okay, Anduin war ja fertig mit allem. Sie sitzt nicht mehr am PC, sondern hat eine Aufgabe. Oh ja, wir haben wieder über 100.000 Pilze. Dann programmieren. Üben. Den Tieren geht's gut. Sind das Riesenpilze? Soll ich einen Hahn kaufen? Ich kaufe einen Hahn. Moment, wir geben den Hühnern erstmal einen Namen, oder? Okay, Moment. Wir machen. Ups. Chickili.
Chiquilo und Chiquila. Bis uns andere Namen eingefallen sind und ich andere Namen irgendwo finde. Chiquila. So. Und ja, nicht mit CK, sondern einfach nur mit K. So, die Kuh hat einen Namen. Hier ist alles prima, alles sauber. Sehr, 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 sehr gut. Gut. Jetzt werden wieder Pilze eingemacht. Okay, wenn wir die Programmierfähigkeit bei ihm fertig haben, ja? Und die Videospielfähigkeit auch. Das heißt, dann ist er perfekt gerüstet für den Job. Wenn wir es dann auch noch schaffen, das Schreiblevel hoch zu pushen und er dann Bücher schreibt und die dann auch noch Fettkohle bringen, dann sieht's gut aus. Das Gleiche machen wir natürlich mit ihr auch. Deswegen habe ich nur Anduin geholt, damit ich hier in Ruhe, ja. Ups, nein, nicht kochen. Alles machen kann mit den Fähigkeiten und trotzdem Geld bekomme. Weil ich keine 123.000 Stunden hier stehen wollte. Stehen, sitzen wollte und mich darum kümmern wollte. Deswegen habe ich mir Anduin geholt als Kredit. Anduin ist mein lebender Kredit und irgendwann teilen wir uns wieder auf und ich muss nichts nachzahlen. Er ist ein kostenloser Kredit, sagen wir es so. Nochmal. Ups, das war jetzt was anderes. Pilze. Pilze. So. Gucken mal, wie lang die Folge ist. Ach, 17 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich weiß, momentan passiert noch nicht so krass viel Spannendes, aber das kommt auf jeden Fall noch. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir Fettkohle sammeln für unser Traumhaus. Ja, Landleben ist hart. Die ganze Zeit Pilze einkochen ist heftig, anstrengend. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen. Und alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Also. Bis zur nächsten Folge. Ciao.